Einen wunderschönen guten Morgen von die Orkneys. Wir haben wieder lecker Spiegelei und Speck am Start und wir freuen uns schon narrisch auf die Tour durch Mainland, die wir heute vorhaben. Und jetzt geht's auch gleich los. So, dann haben wir nochmal das Hotel. Das war ein bisschen wieder wie gestern auf Nacht. Ja, ist okay. Kann man lassen. Alles bloß ein bisschen eng. So, das ist so Zwergenformat da in dem Hotel drin, die Treppen und so weiter. Da hast du echt erhöhte Absturzgefahr. Leute, schaut euch mal die Treppen um. Das kannst du echt kaum zumuten. Da musst du einen Koffer aufschleppen. Und da sind sie wieder, die zwei Katzen. So, down wie Batscher. Down wie Batscher, yo. Klein, aber fein da auf Orkney, das ist eine schöne Insel, was wir gestern auf Nacht beim Herfahren gesehen haben. Wird heute sicher schön. Ja, Leute, schaut euch mal das geile Wetter an. Gestern hat es geschifft wie die Sau auf Nacht und jetzt haben wir blauen Himmel pünktlich zu unserer Orkney-Rundfahrt heute. Perfekt. Bevor wir loslegen, möchte ich euch noch ein bisschen was zu den Orkneys erzählen. Also, das ist eine Inselgruppe nördlich von der schottischen Nordküste und bestehen aus 70 Inseln, von denen 20 bewohnt sind. Mainland ist die Hauptinsel, da haben wir halt drauf und die werden wir halt abfahren. Der Name Orkney kommt vom piktischen Ork, das heißt Ferkel, und dann später haben die Wikinger die Insel Orkney ja genannt, das heißt so viel wie Robbeninsel. Und da wird hauptsächlich Landwirtschaft betrieben auf der Insel, weil es sehr fruchtbarer Boden ist. Und die Energie kommt ausschließlich aus Wind- und Wasserkraft. Also regenerierbare Energie. Und heute schauen wir uns mal ein paar prähistorische Städte an. Das wird sicher voll interessant werden. Und während wir unser erstes Ziel auf die Orkneys ansteuern, schauen wir uns erst einmal die Routen im Detail an und schauen wir uns so, was wir heute so alles vorhaben werden. Als erstes steuern wir die Bay of Scale an und da schauen wir uns Carabray an. Das ist die beste erhaltenste jungsteinzeitliche Siedlung Europas. Dann geht's zu ein paar prähistorische Steinkreise und zwar zum Ring of Brodgar und zu den Standing Stones of Stennis. Anschließend machen wir einen Abstecher nach Kirkwall und schauen wir uns die Magnus Cathedral an. Und dann sind wir über die Churchill Barriers bis ganz runter in den Süden von South Ronaldsay gefahren und haben uns da The Tomb of the Eagle angeschaut und das wäre ein ganz besonderes Abenteuer. Von da ist dann wieder zurückgegangen bis nach Dumbuy. So, wir sind jetzt in der Bay of Scale angekommen und da schauen wir uns die beste erhaltenste jungsteinzeitliche Siedlung von Europa an, das ist Carabray. Und da bin ich schon sehr gespannt, die ist 6100 Jahre alt und ist 1850 bei einem Sturm freigelegt worden. Und das muss wirklich ein beeindruckender Anblick sein und da schauen wir jetzt einmal. Ja, man muss sich vorstellen, das war alles noch bevor Ägypten die Pyramiden gebaut hat, bevor die große chinesische Mauer gebaut worden ist. Also es ist uralt da. Da kann man echt sehen, wie die Leute da früher in der Jungsteinzeit gelebt haben. Da seht ihr die Steingegenstände, die es damals hergenommen haben, die man entdeckt hat. Knochen und Steine. Da haben wir schon relativ hohe entwickelte Kultur gehabt. Haben getöpfert. Und man hat sogar symbolische Zeichen gefunden, die auf eine frühe Sprache und Schrift hinweisen. Also quasi Schriftsprache. Man hat da auch mysteriöse Steinobjekte gefunden, wo man nicht genau weiß, was der Sinn davon war. Man geht davon aus, dass sie eine religiöse Bedeutung gehabt haben, aber man weiß nicht genau. Da
versetzt sich diese Erdhügel, beziehungsweise das waren Haushaltsabfallshügel, kann man sagen. Die haben die Gebäude direkt in die Hügel zur Stabilisierung eingebaut und auch für Erosionsschutz und Sturmschutz und Wärmedämmung. Und da ist zum Beispiel ja, Haushaltsabfall drin, Muschelreste, Exkremente, Pflanzenreste, Erden, genau. Bevor es zu den eigentlichen Ruinen geht, schauen wir uns erst einmal einen Nachbau von so einem jungsteinzeitlichen Haus an. Und ihr werdet dann später sehen, dass man bei den Ruinen immer nur genau denselben Grundriss und dieselben Einrichtungsgegenstände sieht. Also das war wirklich total faszinierend. Da werdet ihr mal schauen dann. Da haben wir schon Einrichtungsmöbel aus Stein. Betten. Da haben wir Betten. Da haben wir rechts ein Bett und links ein Bett. Da haben wir schon kalt gewesen sein. Und traditionell war es ja so, dass rechts der Mann und links die Frau geschlafen hat. Und diese Tradition, müsst ihr aufpassen, hat sie bis ins 20. Jahrhundert auf die Hebriden gehalten. Über 6000 Jahre. Musst du mal reinziehen. Rechts die Frau, links der Mann. Umgekehrt. Umgekehrt. Und da mitten den Feuerstein, ja? Da haben wir die Feuerstein da mitten. Ah, faszinierend. Aber ist gar nicht so unwirtlich da herin, gell? Ja, kalt. Wenn der drei hat, dann ist es gleich warm. Stimmt. Die Skarabrä-Siedlung, die war ca. 600 Jahre bewohnt und dann ist plötzlich verlassen worden und man weiß nicht so genau, warum das so war. Man vermutet, dass irgendeine Naturkatastrophe stattgefunden hat, vielleicht ein starker Sturm oder so, der die Leute dann schließlich dazu bewogen hat, dass sie das Dorf verlassen haben. Aber es ist im Prinzip bis heute ein Rätsel, warum es eigentlich gegangen sind damals. Da draußen ist die Bucht. Da haben sie ein schönes Platz ausgesucht damals. Aber vielleicht auch gefährlich, wenn der Sturm da kommt. Das, was ich euch vorher gesagt habe, das war ein Nachbau von einer Wohnung damals. Und jetzt geht es dann auf die eigentliche historische Stätte, wo noch die Originalbehausungen da zum Anschauen sind. Dass es mir erhalten ist. Das ist quasi das Originalhaus, was wir vorher aus Replik gesehen haben und das ist unglaublich gut erhalten. Da seht ihr jetzt links das Bett von der Frau, dann seht ihr den Schrank, in der Mitte die Feuerstelle und rechts das Bett vom Mo. Unglaublich. Ja, ja. So, jetzt schauen wir uns noch das Kehlhaus an.
Da sind die Leute drin gewesen, die das Karabrei ausgraben haben, letztendlich dann. Schauen wir uns jetzt noch. Was ist da hinten? Boah, die Kleidels. Da müffeln es Leute. Da ist der Staubwurm daheim. Doch hin. Ja, man muss sagen, also recht viel geändert hat sich von den Schlafzimmern und die Zeit her, gell? Das ist eigentlich immer noch genauso, bei den Hotels schaut es genauso aus. Und es riecht auch genauso. Wir sind heute in Schottland. Schön, das Kastel da hinten ist auch so. Mhm. Da haben wir die alten Zeitungen. Ja. Das geht schon. Ja. Da schaut's, da ist der Teppich von Dinner verwandt. Mhm. Von da kommt der. Karabrei, das hat uns total fasziniert, also unglaublich, wie gut das noch erhalten ist und überhaupt so ein Blick in die Vergangenheit, das ist schon wirklich was Einzigartiges. Also wenn ihr einmal dort seid, unbedingt besuchen. Nicht weit entfernt von Karabrei ist der Ring of Brodgar und das war unser nächstes Ziel an dem Tag. So, wir sind jetzt an unserem nächsten Stopp, Ring of Brodgar. Das sind insgesamt 60 oder waren insgesamt 60 Menhire. Jetzt sind uns immer 20 übrig geblieben, hat einen Durchmesser von 104 Metern und ist einer von den größten Anlagen. Ist aber relativ jung, also jünger wie Stonehenge. Ist 3200 Jahre alt. Und den schauen wir uns jetzt einmal an. Man weiß übrigens nicht, warum man diese Steinkreise gebaut hat oder aufgerichtet hat früher. Man vermutet, das sind religiöse Zwecke gewesen, aber man weiß halt nicht genau. Auf jeden Fall schauen sie total beeindruckend aus. So, jetzt geht es zum Ring of Brodgar. Das ist gar nicht weit weg von Skalabre. Steinkreis. Thank you.
So, da hinter mir seht ihr jetzt die Standing Stones of Stennis. Da ist nicht mehr so viel übrig, das sind insgesamt nur 4 Stück. Und die sind ungefähr zur selben Zeit aufgestellt worden wie der Ring of Brodgar, den wir vorher gesehen haben. Da gibt es auch eine Legende drüber, und zwar sagen die Leute da, dass das versteinerte Riesen sind, die in der Neujahrsnacht aufwachen und dann auf Wanderschaft gehen. Früher waren die leider nicht so begeistert von den ganzen Besucher, die da hergekommen sind, um die Steine zum Anschauen. Und 1814 hat der Bauer McKay sie denkt, wenn die Steine nicht mehr da sind, dann kommt da keiner mehr, und hat versucht, sie mit Hammer und Hackel und weiß ich nicht was zu zerstören. Und bei einem Stein, dem Odin Stone, ist ihm das sogar gelungen. Aber zum Glück hat man dann rechtzeitig aufgehalten. Dann schaut mal da hinten, da sitzt vor jedem Stein so ein Schaf. Jetzt schauen wir uns die mal näher an. Die Steinkreise sind wir weitergefahren Richtung South Ronaldsee. Aber zuvor haben wir noch der Hauptstadt vor die Orkneys am Besuch abgestartet, nämlich Kirkwall. Und dort haben wir uns die beeindruckende Magnus Cathedral angeschaut. Jetzt sind wir in Downtown Kirkwall. Das ist die Hauptstadt von die Orkneys. Und jetzt schauen wir uns mal die St. Magnus Cathedral an.
die Town Hall von Kirkwall. So, da hinter mir, da seht ihr jetzt die St. Magnus Cathedral. Die ist gebaut worden 1137, also ist schon sehr, sehr alt. Und die ist geweiht dem heiligen St. Magnus. Das war ein Wikinger, der sie zum Christentum bekehren hat lassen und sie geweigert hat, mit den anderen Wikinger-Kumpanen damals die Klöster auszuräumen. Und der hat dann zusammen mit seinem Cousin Hakon auch die Earl-Würde verliehen gekriegt, kann man sagen. Aber das ist nicht lang gut gegangen, weil die haben sie dann ziemlich in die Haare gekriegt und der Hakon hat ihn gefangen genommen und seinen Schädel gespalten. Also war nicht so lustig. Auf jeden Fall nach seinem Tod hat man dann da Wunder erfahren, anscheinend an dem Ort sind Spontanheilungen aufdrehen und so weiter. Und dann hat man heilig gesprochen und hat ihm diese Kathedrale da gebaut. So schaut's aus. Das Bemerkenswerte an der Kathedrale ist der Sandstein. Das sind verschiedenfarbige Sandsteinarten und deswegen schaut die so besonders aus. Ja, da schaut's mal, der Sandstein, der geht schon ganz schön kaputt. Der löst sich in nichts auf. Ja gut, wenn man schon vorhin nicht knapp 1000 Jahre auf dem Buckel hat, dann... Die letzten 50 Jahre hat es auch auf dem Podcast. Ja, genau. Die St. Magnus Cathedral, die ist wirklich beeindruckend und auch was ganz was Besonderes. Ich meine auch den Sandstein. Also das hat uns schon sehr gut gefallen. Wir sind jetzt auf dem Weg nach South Ronaldsay und um da hinzukommen, müssen wir über die Churchill Barriers drüber. Und was damit auf sich hat, das werde ich jetzt einmal verzeihen. Ihr habt ja zuerst im Video die Schiffsglocken gesehen von der Royal Oak. Und das ist ein Gedenken an den Vorfall von Scapa Flow im Zweiten Weltkrieg. Und der Bau der Churchill Barriers, der hängt halt da unmittelbar damit zusammen. Und jetzt verzeihe ich mal, was damit auf sich hat. So, da hinter mir, da seht ihr jetzt die Churchill Barriers. Und die ist jetzt ganz praktisch für Verbindung von den Inseln. Wir fahren jetzt gleich auf South Ronalds herauf. Und die können die Bewohner nutzen, um eben von einer Insel zur anderen zu kommen.
Aber die Churchill Barriers, die haben schon eine relativ bewegte Geschichte hinter sich. Weil da im Westen, befindet sich der Hafen Scapa Flow. Das zeige ich einmal auf der Karte. Da haben wir gemeint, der ist sehr sicher in die Weltkriege. Da hat man sich gedacht, da kommt keiner hin, weil es recht abgelegen ist und geschützt durch die ganzen Inseln. Im Ersten Weltkrieg ist das auch aufgegangen. Da haben die Deutschen gescheitert, da einzudringen. Im Zweiten Weltkrieg hat man sich auch sicher gefühlt. Aber dann ist der Leutnant Günther Brin dahergekommen mit seinem U-Boot, hat sich da angeschlichen und hat das Kriegsschiff Royal Oak zusammengeschossen mit einem Bomber, also mit einer Bombe, mit einem Torpedo. Da sind dann 800 Matrosen verreckt bei dem Angriff und dann hat der Winston Churchill angeordnet, dass im Osten die Inseln durch eine Barriere verbunden werden müssen, dass eben keiner da mehr durchschleichen kann. Das Ganze ist dann gebaut worden von italienischen Kriegsgefangenen. Man hat dafür 250 Tonnen Geröll und 66.000 Beton, also 250.000 Tonnen Geröll und 66.000 Betonklötze, die ihr da noch sehen könnt, verwendet, um da die 18 Meter Tiefe da komplett aufzufüllen. Also das ist schon ein Mordsprojekt gewesen, aber ist nicht fertig geworden. Ist erst nach dem Krieg fertig geworden und hat also nichts mehr gebracht, sozusagen. Außer, dass halt jetzt die Leute drüber fahren können. Und wir fahren jetzt da auch drüber. Zuerst sage ich aber euch nochmal die geologische Situation. Also da in der Mitte, unterhalb von Kirkwell, haben wir den Hafen Scapa Flow. Und da, wo der Pfeil jetzt ist, da ist der eigentliche Hafen, wo die Royal Oak gelegen ist. Westlich davor haben wir dann die Inseln, wo ganz im Süden South Ronaldsee liegt. Und da, wo der schwarze Pfeil jetzt ist, da haben wir quasi die Churchill Barriers gebaut, um jeden Zugang zu Scapa Flow dicht zu machen. So, da seht ihr nochmal die Churchill Barrier und die ganzen Betonplätze, die dann noch flackern. Es geht 18 Meter runter, das muss man mal vorstellen. Ah, da hinter mir, da seht ihr jetzt die Italian Chapel. Und zwar hat das auch was mit dem Bau von den Churchill Barriers zum Tor. Da waren ja italienische Kriegsgefangene am Werk. Und denen hat das da nicht so gefallen, die waren ja Sonne, Lebensfreude und so weiter gewohnt und haben dann da auf die Orkneys im Nebel einen abschuften müssen. Und dann haben sie versucht, dass sie es ein bisschen schöner machen. Erst haben sie die Straßen angelegt, also Gehwege, damit sie in dem Schlamm warten müssen. Dann haben sie Blumen ausgesät und dann haben sie natürlich auch in einem Glauben besondere Städte geben wollen und haben erst aus Stacheldraht und Zement eine Statue vom heiligen St. Georg gebaut. Die seht ihr dann gleich da hinten, die zeige ich euch dann gleich. Und dann 1943 ist dann ein italienischer Pfarrer in das Kriegsgefangenenlager gekommen und dann haben sie beschlossen, dass sie eine Kapelle bauen, wo sie hingehen können. Und treibende Kraft davor war der Künstler Domenico Giochetti, der ist verantwortlich gewesen für die ganze künstlerische Gestaltung der Kapelle. Und das schauen wir uns jetzt gleich an. Nach dem Krieg sind natürlich die Gefangenen dann weg gewesen und die Kapelle ist zerfallen. Und 1958 hat man dann ein Komitee gegründet, um die wieder aufzubauen. Und damals ist sogar der Giochetti dann wieder hergekommen und hat seine eigenen Kunstwerke erneuert und restauriert. So war das damals. So, da seht ihr diese Statue vom heiligen St. Georg, die die Kriegsgefangenen da gebaut haben oder hergestellt haben. Und jetzt fahren wir über die Churchill Barriers zur Südküste von South Ronaldsee und dort schauen wir uns dann das Tomb of the Eagles an.
sind jetzt unterwegs zum Tomb of the Eagles, ganz unten bei South Ronaldsee. Und haben jetzt einen super Vortrag gekriegt über die Zeit damals. Haben wir auch die Original-Tools, von denen ich angelangen darf und anschauen darf. Das war wirklich total interessant. Und jetzt geht es hinter zum eigentlichen Grab. Das Tomb of the Eagles, das ist also ein Kern, so genannt. Das war also ein Grabhügel aus der Jungsteinzeit. Und da hat man sehr viele Menschen noch gefunden. Von insgesamt über 300 Menschen, hauptsächlich Frauen interessanterweise auch. Und auch die Skelette von Adlern waren da begraben. Und man vermutet eben, dass das das Totemtier von denen war und dass das deswegen mit denen begraben worden ist. Und das schauen wir uns jetzt dann gleich an. Aber das eigentliche Highlight, das war ja eigentlich der Weg hier zu dem Tomb of the Eagles, weil es ist kilometerlang an der Küste entlang gegangen und das war wunderschön. Wir haben Austernfischer gesehen, dann ein Haufen Kühe haben aneinander gelaufen, Möwen haben an der Küste gebrüht. Das werdet ihr dann noch sehen, wie wir zurückgegangen sind. Vor allen Dingen, da sind wir nämlich direkt an die Klippen entlang gegangen. Also das war wirklich toll. Oh, schau mal, das sind keine Möwen, das sind diese mit den roten Schnäbeln. Wie heißen denn die gleich wieder? Austernfischer haben das. Ja? Wahnsinn! Wow. Der Frachter da draußen auf dem Meer, der dröhnt sich einen runter da mit seinem Nebelhorn. Mittlerweile sind wir am Tomb of the Eagles angekommen und das Besondere ist, dass man da nicht einfach reinspazieren kann, sondern da gibt es nur ein ganz kleines Loch mit so einer Art Schlitten dran und einem Seil und da muss man sich reinziehen. Also das ist nichts für Klaustrophobiker, sage ich euch. Und der Kater und ich, wir sind reingegangen, aber die Katze, der war das ein bisschen suspekt, da in so ein Jahrtausende altes Grab, nur dass so ein Loch rein zum Kriegen und die ist draußen geblieben und hat das Ganze gefilmt. Oben Seil! Schatz, das ist total dreckig da. Mit Hand. Geht schon. Hä? Und? Ja, wenn es zuerst geschafft hat, hat es zuerst geschafft. Ja, aber das ist nicht. Wir haben es überbaut. Oh mein Gott. Spinnst du. Oh, Leute, jetzt sind wir da drin, das ist echt krass. Ich hoffe, ich kann da wieder aussehen. Geht? Mhm. Ja, ja, geht. Aha, da waren die ganzen Knochen umeinander, oder? So. Krass. Wahnsinn. Grusel. Am besten am Rücken. Jawohl! Ja, das Tomb of the Eagles, das war schon wirklich so ein kleines Abenteuer. Und jetzt genießen wir mal den wunderbaren Rückweg die Küsten entlang. Das war wirklich grandios.
Der Ausflug zum Top of the Eagles war so ein richtig schöner Abschluss von unserem Trip auf die Orkney-Inseln, weil da hat man die Landschaft da einfach nochmal so wunderschön genießen können und es war wirklich toll. Danach ist direkt heimgegangen wieder zum Hotel nach Downby und da haben wir dann ein vorzügliches Abendessen genossen. Es hat wieder Steak gegeben, eh klar, und es war wirklich äußerst lecker. Ja. Dann gibt es lecker Orkney-Rind. Die haben wir ja rum. Flocker sehen heute auf der Wiesn. Und jetzt flocken wir wieder. Das ist einfach. Also es war einmal ein Pistazienkuchen mit Pimpia-Soße, aber da ich so verfressen bin, habe ich jetzt direkt zum Filmen vergessen. Ja, Erdnuss Pistazien. Oh, Himbeer, ja, haben wir ja gesagt. Also Himbeerkuchen. Ja. Raspberry-Soße und Pistazienkuchen. So ist das. Und da hinten haben wir Eis. Das ist ordinäres Vanilleeis. Das ist traumhaft, gell? Ja. Ja, und das war's wieder für heute. Morgen geht's dann wieder zurück aufs Festland. Da fahren wir dann die Ostküsten runter bis nach Tain und übernachten wir in einem Castle Hotel. Da wird's wieder spannend. Bis dahin wünsche ich euch Gute, eure drei Bayern. Das Hotel ist jetzt Ritterförner, gell? Wo ist Ritterförner? Nein, Ritterförner. Die werden sagen, die werden alle so draus kommen, wir sind verwöhnt. Wir haben jetzt einen verwöhnt. Das ist so. Das ist tatsächlich so. Leck mich am Arsch. Und wie schaut's aus? Richtig für 30 Jahre. Und wie schaut's aus? Ich Kunst. Und wie schaut es drin aus? Ja, ich weiß nicht, wie man sagen soll. Ja, wie soll jetzt das gehen? Du musst dir noch einen Schubser geben, die Wagerl. Ich kann mit dem Haxen und ich schiebe dir noch weiter raus. Ich komme mit dem Haxen nicht hin. Du musst es weiter rausschieben. Ja, ich komme aber jetzt auch nicht. Ja, jetzt auch. Sieht man. Tun wir mal die Treppen runter. Die Schule stoppen. Ja, sie stoppen. Ja, oh, ja, ja. Ja, ja. Ich komm's voll rein. So. Jetzt sind wir vor dem Whisky. Jetzt sind wir vor der Saufstation. Ja. Und wir haben wahrscheinlich nichts gekriegt. Und da schauen wir auch wieder aus dann. Ja. Weil jetzt sind wir da vor Orkney abgetuscht. Ja. Nur wegen dem Whisky. Ja, okay. Ah, ja, ja, ja. Naja, der Tag, der war halt schon, weil die Fähre ist erst um 11 gegangen und eineinhalb Stunden gefahren und bis du da bist, hast du eigentlich fast nichts anschauen können. Das war jetzt schon ein bisschen blöd, aber hilft nichts. Kannst nichts machen. Alter, Ostküste nicht.